dem Stellplatz hier in Blankenholm haben wir euch getroffen und kennengelernt. Haben auch festgestellt, dass wir uns schon mal vor 3 Jahren bei Karthago in Aulendorf getroffen haben, festgestellt. Und es ist sehr interessant. Ihr seid, habe ich gehört, seit vielen Jahren, lebt ihr im Wohnmobil und betreibt da eine sehr interessante Sache, die für uns als Hundesitzer auch interessant ist. Und da wollte ich euch mal fragen, ob ihr so nett wärt und würdet euch mal vorstellen und erzählen, was ihr eigentlich jetzt so macht und wie ihr lebt seit vielen Jahren. Ja, dann mache ich das doch mal. Hi, ich bin Claudia und mit meinem Schatz Rehmann nun seit 7 Jahren dauerhaft im Reisemobil unterwegs. Wir leben und arbeiten im Wohnmobil und haben unsere Selbstständigkeit komplett von unterwegs aufgebaut. Also kein Zuhause mehr? Kein Zuhause mehr. Nein, natürlich eine Meldeadresse, weil wir ein Unternehmen haben bei der Familie. Aber das ist tatsächlich nicht mehr. Also vielleicht wäre Platz in der Besenkammer für uns. Aber wir haben tatsächlich kein Zuhause mehr, sondern sind nonstop in unserem Wohnmobil Alexander. Ja. Mhm. Und gleich die Frage vorweggenommen, auch 7 Jahre später möchten wir das genau so weitermachen. Mhm. ja, wie sind wir zu unserem Beruf gekommen? Also ich bin bei uns der Planer und bevor wir ins Reisemobil gezogen sind, haben wir jahrelang eben alles veräußert, verschenkt, geplant, welches Reisemobil, wo wollen wir hin, wie soll das sein, und hatten unheimlich viele Standardwerke. Ja, ich sag jetzt mal so die Wettbewerber, die 2, 3 Bildchen haben, 1, 2 Sätze sagen und dann sind wir los. Solange wie wir in Deutschland waren, das war ja nur eine kurze Zeit, weil wir sind ja im Juli gestartet, Ende Juli, und wollten dann ab in den Süden. Und kaum, dass wir aus Deutschland draußen waren, wurde das dann schon schwieriger mit den Standardwerken, weil wir 3 Herdenschützer an Bord hatten. 3 große Hunde plus ein großes Reisemobil. Das klappte schnell nicht mehr. Und dann kam es zum Schlüsselerlebnis in Spanien. Wir fuhren und ich hatte Sachen ausgeschaut und eins nach dem anderen, entweder gab es das gar nicht mehr, aber war noch in dem Katalog enthalten. Was gab es nicht mehr? Den Stellplatz. Ach so. Oder die Campingplätze. Ja. Die wurden irgendwann mal in diese Standardkataloge aufgenommen, aber weil die Leute ja gar nicht selber dorthin fahren, sondern das funktioniert so. Also wenn die Plätze im Ausland irgendwo gelistet sind, bezahlen die Euro Pünktchen, Pünktchen pro jedes Jahr, um in diesen Katalogen sein zu dürfen. Werbekostenbeitrag. Werbekostenbeitrag. Und, aber es war nie jemand vor Ort. Also der Platzbesitzer, Inhaber schickt 1, 2, 3 Bildchen, sagt 1, 2, 3 Sätze zu seinem Platz und so wird das abgedruckt. Ja, dann gibt es den Platz auf einmal nicht mehr und der Betreiber denkt natürlich nicht daran, das kundzutun. Fakt ist, du fährst dann den lieben langen Tag in einem fremden Land. Das wird immer beschwerlicher, je später der Tag wird, desto unruhiger wirst du. Kriege ich jetzt mit dem Riesen noch einen Platz, kriege ich keinen. Und so ging uns das in Spanien. Dann kommst du an und den Platz gibt es gar nicht mehr. Ja, oder er ist miserabel und du denkst, nee, also hier schlafe ich jetzt heute Nacht nicht. Und so ging es uns dann in Spanien und dann kamen wir am 3. Platz an. An einem Bordell. Ja, und ich hatte den Motor aus und er geht mit den Hunden. Ich war wirklich fix und fertig von der langen Fahrt. Und er kommt rein und sagt, Schatz, wir müssen weiter. Ich sage, meinst du jetzt nicht ernst? Dann sagt er, doch, mach mal die Jalousie runter. Und da war wirklich, da wo der nächste Baum ist, da war der Eingang vom Bordell, die Freier furen auf und ab. Und die haben gedacht, Frischfleisch. Ja, super. Also Motor wieder an. Aber genau dort stand, in Spanien gibt es so große, wie so Feuertonnen, ich glaube, sie putzen sie sogar dafür. Und da bin ich wütend ins Mobil, richtig stinksauer, habe diesen ganzen Kladderadatsch genommen und habe ihn in die Tonne geklatscht und habe gesagt, das war's. Ganze Reiseführer und Stellplatzführer. So. Und an dem Tag war Karnes Roth der Wohnmobilreiseführer für Hundebesitzer geboren. Erst war es Karnes on the Road. Ja, erst war es Karnes on the Road. Jetzt haben wir eine tolle neue Seite seit... Genau, also ich stelle mich jetzt erstmal kurz vor. Die Claudia hat das ja übernommen. Ich bin der Rehmann. Ich komme ursprünglich aus Hessen, ich bin also eigentlich immer noch Hesse. Genau, wie hat das Ganze überhaupt angefangen? Ich setze da noch ein bisschen vorher an, weil mir das schon wichtig ist. Mhm. Wir haben uns einfach klassisch im Wohnmobil gemietet, in Detlefs Trend. Das war ein Alkoven,
hinten mit Einzelbetten, sind einfach losgefahren. Das war eigentlich so ein Roadtrip, kann man sagen. Und während des Urlaubs haben wir einfach festgestellt, das macht uns Spaß. Wir haben immer unsere Stühle rausgeholt, unseren kleinen Grill, wo wir unsere kleinen Würstchen drauf hatten. Und manchmal wurden sie fertig, manchmal halt eben nicht. Und irgendeiner musste dann halt mal die Toilette machen. Und ich weiß noch, in Belgien, da habe ich dann erstmal die Kassette entleert und die ganze Kacke ins Gesicht bekommen und habe mir gesagt, ich will das nie wieder machen. Ekelhaft, ekelhaft, ekelhaft. Aber sie hat dann gesagt, das ist einfach so ein Erlebnis, wir machen jetzt einfach mal weiter. So, dann sind wir halt gefahren, gefahren, gefahren. Und ich habe gemerkt, von Zeit zu Zeit, es wurde eigentlich immer intensiver und schöner, dieses auch mal anhalten, mal auf Bauernhöfe, mal auf Stellplätze, mal auf Campingplätze, einfach dieses Feeling, du holst ein paar Sachen raus und bist eigentlich sofort da, also du bist angekommen. Du hast dein Zuhause eigentlich immer bei dir, ja, egal wo du bist genau. Zu Hause. Und die Routine, es wird ja auch immer besser mit den Heringen rausholen, reinhauen, Markise etc. Und dann haben wir so nach 3 Wochen war das etwa wieder gesagt, es ist alles schön, aber die Matratzen sind so unbequem, wir brechen jetzt erstmal ab. So, ich habe gesagt, und dann ging es weiter. Es hat uns eigentlich gar nicht in Ruhe gelassen, weil für mich war das der erste Campingtrip. Ich habe sowas noch nie vorher gemacht. Ich kannte das nur mit Zelt, im Schlafsack, ekelhaft schwitzen. Und dann war es im Prinzip so, dass uns das gefallen hat. Und uns haben auch Leute darauf angesprochen, vorher schon auf die Idee gebracht, macht doch mal Hundetraining von unterwegs. Ja. Viele Leute, euer Wissen, sie hat sehr viel Wissen, ich habe auch viel Wissen. Euer Wissen unterwegs, das geht ja komplett verloren. Also quasi, wenn ihr nur an einem Standort seid. Ja, ja. Und so kam das in unsere Gedanken rein und es kam natürlich eins nach dem anderen, auch Lebensumstände, dass wir gesagt haben, wir wollen unsere Zeit genießen, die Zeit, die wir auf der Erde haben. Das Leben ist ja keine Generalprobe, sondern das Leben ist das Leben. Und dann sind wir halt losgefahren, wie ich schon gesagt habe, mit einem ungefähren Plan. Und am Anfang kannten wir uns mit Website nicht aus, mit Fotografieren nicht, mit Schreiben. Wir hatten von nichts wirklich eine Ahnung von dem, was wir heute machen. Und ich glaube, das Wichtigste war, wir sind halt einfach losgefahren. Schritt 1 halt in das neue Leben. Für sie war es natürlich wesentlich schwerer, weil sie hat quasi viel mehr Leben hinter sich gelassen als jetzt ich. Also auch was Wertgegenstände angeht. Ja. Man sagt es ja immer so leicht so, weg und los. So ist es dann doch nicht. Die Planung waren 2 Jahre. Ja, stopp. Aber man muss dazu sagen, das war schon immer mein Lebenstraum. Also bevor ich diesen Alexander gekauft habe, habe ich viele Jahre früher mit meinem... Das ist der Name von dem Wohnmobil. Genau, das ist Alexander. Weil alles bei uns kriegt einen Namen, was mit uns ist und für uns ist. Also ob das der Staubsauger ist, das ist der Max, ja. Oder der Grill, weil er so schön der rund Roland. ist. Nein, das war der Eckige, das ist doch jetzt R2-D2. Also wir haben eine Beziehung zu unseren Sachen, ja. Das sind nicht einfach nur Dinge. Ja. Die sind mit uns, genauso wie unsere Tiere. Und die sind uns wichtig und wertvoll. Und Alexander natürlich im Speziellen, der gibt uns bei Hitze, bei Sturm, bei Regen, ist er unser Zuhause, gibt uns Obdach, er fährt uns jetzt schon seit über 100.000 Kilometer quer durch Europa und er gehört zu uns. Das ist ein Carthago Liner Deluxe. Ja, Baujahr. Ist er 2013. Ist der Alexander und ihn gibt es auch nicht mehr, er wurde nur bis 2015 gebaut. Dann hat sich Carthago, sage ich jetzt mal, aus dem eigentlichen Liner-Geschäft, also aus denen, die auf MAN oder eben auf Iveco wie der Alexander stehen, verabschiedet. Ja, und dann ist ja die neue Generation Liner, euer toller Liner for Two. Und andere Modelle sind dann eben geboren worden. Ja. Aber ihn gibt es so nicht mehr. Es sind noch ein paar auf der Straße. Ja. Ja, und unserer wird wohl niemals zum Veräußern stehen, weil der gehört zu uns und wird es auch immer sein. Ja. Aber zurück zu dem, was wir eigentlich gemacht haben oder geplant haben. Es war, wie sie schon sagte, du kommst in Spanien an, du bist platt. Ich sag mal auch die Temperatur, das Wetter, du willst einfach nur noch einen Platz und du hast halt dann so ein Verzeichnis, wo du halt reinguckst, hast nicht viele Infos. Und es war so, wir kamen wirklich an, wie sie schon sagte, Scherben am Boden. Es war wirklich alles eng, es war dunkel und es kam wirklich... Alles zusammen. Alles zusammen und dann haben wir uns halt... Das war dann schon so der Startschuss. Wir müssen irgendwie was machen, dass Hundebesitzer wissen, da sind keine Scherben am Boden. Das kannst du natürlich nicht immer beeinflussen, aber zumindest gute Wanderwege,
breite Parzellen, damit du dich auch mal ausbreiten kannst, direkte Wege zum Wald. Es gibt Menschen oder Hunde auch mit Handicap, dass man auch mal ein bisschen das einbezieht. Und so haben wir einfach einen Standard geschaffen. Und ich sag mal, der Wohnmobilreiseführer für Hundebesitzer ist der erste Online-Wohnmobilreiseführer für Hundebesitzer überhaupt. Mhm. Also sowas in der Form, wie wir das machen, gibt es nicht. Gibt es nicht. Und das ganz Besondere daran ist ja, dass es wirklich überhaupt keinen Stellplatz oder Campingplatz gibt, an dem wir nicht persönlich waren. Ja. Also es ist nicht, wir sind unabhängig, wir sind privat finanziert und unabhängig. Das heißt, wir müssen niemanden irgendwie nach dem Mund sprechen. Ja. Wenn wir wohin kommen und uns die Kriterien, also der Platz oder der Ort nicht unseren Kriterien entspricht, dann gehen wir wieder. Dann gehen wir wieder. Dann kommt er nicht in den Reiseführer. Genau. Das heißt, im Umkehrschluss, der Reiseführer hat aktuell, denn hat er? Über 200 Berichte, Plätze ja. Und man muss sagen, sehr ausführlich recherchiert. Ja. Viele Leute könnten auf die Idee kommen und sagen, in 7 Jahren nur 200 Plätze, es liegt aber daran, dass wir mindestens das Vierfache angefahren sind. Mehr. Ja. Und es fliegen auch viele raus. Also wenn wir merken, dass Leute oder Plätze sich einfach auf irgendwas ausruhen und sich denken, der Campingboom und ich mache jetzt nichts mehr, dann sagen wir, aber wir haben ja einen Standard und der Standard sagt halt auch, dann fliegen Plätze wieder raus. Dann wird eure Arbeit eigentlich nie beendet sein, sondern ihr habt den Rest des Lebens zu tun, weil es gibt kein Ende davon. Man wird nie mit der Aufgabe fertig sein. Im Prinzip schon, ja. Ja, wie finanziert ihr euch denn? Ich meine, da ist ja ein großer Lebenswandel dahinter, ein aufwendiger Wandel, man fährt rum, man investiert auch sehr viel. Wie finanziert ihr euch? Ja, das kann ich dir ganz gut sagen. Also zum einen hatten wir vorher ein sehr großes Einfamilienhaus im Taunus und wirklich auch das Glück, dieses Einfamilienhaus auf dem Peak, also gerade um die Städte herum hast du ja oftmals, dass die Immobilienpreise explodieren. Dieses Glück hatten wir und dadurch konnten wir Alexander erwerben und sind mit einem sehr guten Polster in unser neues Leben gestartet. Nichtsdestotrotz fängst du erstmal an und jetzt musste man natürlich auch sagen, ist das ja kein Business, wo die Leute uns haben anfassen können. Ja? Mhm. Also es ist ja ein Online-Reiseführer, kein physisches Produkt. Ja. Die Leute kannten uns am Anfang nicht, sie sahen uns nicht. Also auch kein Vertrauen. Kein Vertrauen. Ja, klar, wenn du und also das heißt, du warst erstmal viele Jahre unterwegs. Und es passierte in Anführungszeichen erstmal sehr wenig. Ganz im Gegenteil, es gab ja sowas wie Blogger, die dann wirklich einfach bloß so von, ja, die gerade erzählt haben, bin jetzt hier, heute habe ich Gulasch gekocht, sowas eben. Und als wir dann kamen und haben gesagt, so, das ist jetzt hier kein Blog, das ist ein Wohnmobilreiseführer, wir geben uns hier richtig Mühe, wir gehen hier richtig in die Tiefe. Das ist übrigens auch unser Slogan, Karnes Road, wir leben Orte, weil wir kommen nicht einfach klick, klick, klick und dann sind wir wieder weg, sondern wir gehen wirklich in die Tiefe. Hier hast du es auch erlebt, auch der junge Mann hier vom Stellplatz sagte, hier kann man nicht mit Hunden gehen. Wohnt 24 Jahre hier. Er wohnt hier, der ist hier geboren, aber der hat andere Interessen. Und ich habe gesagt, das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wir fahren jetzt nicht. Wir geben dem Ort hier eine Chance, weil er halt ganz toll gelegen ist. Ja. Bevor wir wieder abziehen, schauen wir, ob der junge Mann, der hier lebt, wirklich die Wahrheit gesagt hat. Hat er nicht. Also, der weiß das gar nicht. Der weiß das gar nicht, weil er andere Interessen hat. Ja? Ich glaube, was auch wichtig ist bei uns, auch wenn wir es ausführlich machen, wir wollen immer eine persönliche Note reingeben, so wie ihr das auch macht bei euren Sachen und bei euren Videos. Wir wollen einfach, dass die Leute auch merken, dass jeder Ort, an dem du bist oder wo du lebst oder geboren bist, löst ja auch ein Gefühl in dir aus. Ja. Irgendwas macht ja auch ein Ort mit dir. Manchmal mehr, manchmal weniger. Du wirst manchmal Orte haben im Industriegebiet, da kann ich super arbeiten und sie auch. Und dann gibt es Orte an den schönsten Seen, da geht gar nichts. Weil jeder Ort hat ja auch eine gewisse Energie. Also das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, aber für uns ist das so. Und wir wollen halt auch mit dem, was wir machen, nicht einfach nur sagen, wo kannst du gut essen und alles, das kommt natürlich auch dazu. Aber wir wollen den Leuten auch sagen, hey, hier ist auch ein besonderes Gefühl, was du hast. Ja. Und das geben wir den Leuten eben mit. Das geht mit, alles fließt alles mit ein. Ja. Und ich sag mal so, bei uns ist es so, dadurch, dass wir es einfach auch leben, Vollzeit machen, kostet es auch etwas. Ja. Also du bist abgeschweift, aber weil seine Frage war, wie finanziert sich das? Also am Anfang... Was kostet? Es kostet was, genau. Das heißt, am Anfang war es so, wir haben gesagt, weil wir noch nicht so in dem Thema drin waren, die Leute bezahlen einmal Preis X und können es nutzen. Ja?
Und war ja auch erstmal so okay, bis wir dann gesagt haben, diese Website braucht nicht nur einen neuen Anstrich, die braucht ein neues System. Es braucht auch einen Anreiz für die Leute. Eine Investition. Genau, und nach den 7 Jahren kannst du dann auch mal auf Stellplatzbetreiber zugehen und sagen, hey, wir haben jetzt 7 Jahre für dich geworben, wir wollen von euch kein Geld, weil dann sind wir nicht mehr frei in der Berichterstattung. Mhm. Wir wollen aber, dass du unseren Leuten etwas gibst. Es muss gar kein Geldvorteil sein, sondern vielleicht auch eine Tüte Hundeleckerlis oder einmal Hundedusche umsonst etc. Mhm. Wir wollten einfach die Leute ein bisschen involvieren. Da mussten wir auch feststellen, dass viele nicht mal Brötchen geben wollen, nachdem du 7 Jahre für die geworben hast. Und du dir dann natürlich von deiner Community auch anhören musst, dass so nach dem Motto, ich muss ja jetzt jährlich was bezahlen. Ja, ja musst du, weil wir leisten auch eine Dienstleistung fortlaufend. Fortlaufend, die nicht aufhört. Wir sind permanent am Start. Also wir bezahlen, wir stehen ja jetzt hier nicht for free. Ja, weil es ist ja so, also klar, wenn wir wo wieder hinkommen und schon die Berichterstattung gemacht haben, ein YouTube-Video gemacht haben und auch den Platz schon im Reiseführer haben, dann empfangen uns natürlich die Plätze und sagen, seid hier, fühlt euch wohl, solange ihr hier seid. Ihr seid unsere Gäste, das ist ganz klar. Aber wir würden jetzt niemals so wie hier auf einem Platz fahren und sagen, wir möchten hier so stehen. Nein, weil ich bin noch von der alten Schule, ich sage, ich liefere erstmal was ab. Und wenn ich was abgeliefert habe, dann kann ich das hochzeigen und sagen, schau mal, gefällt dir das? Wenn ich das nächste Mal wiederkomme, freust du dich doch sicherlich. Vor allem für das, was die Leute ja dann bezahlen, bekommen sie ja auch täglich mehr oder jährlich mehr. Es wächst ja. Es wächst, genau. Was sie dafür bekommen, wird immer umfangreicher. Ja. Immer mehr Informationen über schöne Plätze. Genau. Zum einen das und zum anderen, es ist, glaube ich, auch, was man sagen muss, wenn du dir ein Wohnmobil holst, egal ob das jetzt 20, 30, 50, 60.000 Euro kostet, hast du ja schon mal eine Investition. So. Das heißt, du hast nur eine begrenzte Zeit im Jahr Zeit, sage ich jetzt mal im Normalfall, Urlaub zu machen. Du willst ja in der Zeit keine Nieten anfahren, weil jede Niete, die du anfasst, nimmt dir deinen Tag. So, das heißt, du bist dann im Prinzip irgendwo in Schweden, aber denkst, mein Gott, jetzt habe ich jetzt 2000 Kilometer gemacht, stell mich hier irgendwo auf irgendeinen Platz, wo ich mich nicht wohlfühle. Unser Anspruch ist, die Leute wissen, es sind 200 Plätze, 250, wie auch immer Plätze, aber jeder Platz, den die aufnehmen, dem kann ich vertrauen. Und Vertrauen ist etwas, das muss man sich erarbeiten. Richtig. Vertrauen ist auch etwas, auf das kannst du halt auch zählen. Ja? Das ist wie mit einem guten Campingstuhl, dem kannst du auch vertrauen. So, du weißt ganz genau, da kann ich jetzt die nächsten Jahre drauf sitzen oder du holst dir halt irgendeinen Stuhl für jetzt, sag ich jetzt mal, und dann knickst du ein, so, oder weniger. Und so ist es einfach auch, wenn man uns quasi anfährt, die Plätze, sind ja nicht unsere Plätze, aber... Was die Leute teilweise sogar denken, die schreiben die uns an und wollen bei uns reservieren. Genau. Aber die Plätze, die wir anfahren, die Leute können uns einfach vertrauen und ich finde... Worauf können sie vertrauen? Sie können darauf vertrauen, dass ich wenn ich mit meinen 9 Metern ohne Probleme, ohne ins Schwitzen zu geraten, einen Platz anfahren kann. Das heißt, große Einscherwinkel, keine tief hängenden Äste etc. pp., keine engen Einfahrten. Darauf können Sie vertrauen. Wenn ich da ganz locker hingefahren bin, kann jeder, wirklich jeder, diese Plätze auch anfahren. Das ist auch eins der Kriterien. Ja? Das heißt, auch wenn jemand mit einem kleineren Fahrzeug kommt, der weiß ungesehen, die haben da drauf gepasst, da passe ich auch drauf. Ja. Da müssen die nicht unterwegs zittern. Klappt das jetzt? Wird das eine enge Chose? Nein, darauf können die vertrauen. Ja. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium im Urlaub. Weil, wie bei einer Immobilienbesichtigung, musst du dir das vorstellen. Und wegfahren, das ist ja schon so das Wichtigste. Oder auch die VEs. Jeder weiß, es muss ja befüllt werden und es muss auch wieder weg. Und wenn ich nicht weiß, was mich da erwartet, dann fahre ich schon gar nicht so ruhig und komme gar nicht so relaxed an einem Urlaubsort an. Deswegen hat unser Reiseführer ja auch, wenn das Wetter zulässt, immer Drohnenvideos und ist unheimlich stark bebildert, sodass der Gast, der mit uns reist, schon zu Hause auf der Couch weiß, was ihn dort erwartet. Ja? Und ich sag mal, das ist auch irgendwie durchs Reisen gewachsen. Man probiert ja auch vieles aus und unterwegs und Selbstständigkeit aufzubauen, das empfehle ich wirklich nur Leuten, die starke Nerven haben. Also dazu braucht man wirklich starke Nerven, weil jeder, der selbstständig ist, weiß, es dauert seine Zeit. Es geht nicht heute bis morgen und das heißt nicht, weil du denkst, du machst deine Arbeit gut, dass die anderen das auch so finden. Ja. Sondern das heißt, konstant über Jahre an deinen Traum, an dein Ziel glauben
und natürlich auch einen langen Atem haben. Und es gab schlaflose Nächte, definitiv. Es gab Selbstzweifel, aber es gab auch diesen Moment. Ich denke immer noch an diesen Moment. Wir sind im Norden, wir laufen auf einem Deich mit meinen Hunden. Die Claudia ruft mich an, sagt, Schatz, es ist passiert. Und ich sage, was ist passiert? Und sie sagt, wir haben unser erstes Reiseführer-Ticket. War sogar noch mit 50% Aktion für 7,45 Euro verkauft. Und in dem Moment haben wir geweint. Nach 2 Jahren, musst du dir vorstellen. Wenn du nach 2 Jahren das erste Mal 7,45 Euro Umsatz machst, nicht verdienen, Umsatz machst, und du darüber weinst vor Glück, dann weißt du, diesen Weg, den du gegangen bist und dein Traum, den du verfolgst, ist genau der richtige. Das ist nicht das Geld, sondern das ist auch Unser Leben ein Stück mit. Ihr sprecht ja jetzt nicht nur jeden Wohnmobilisten an, sondern ihr habt euch ja auch speziell eben auf die Wohnmobilisten, die mit Hund reisen, spezialisiert. Genau, das ist unser Thema, und wo wir drauf Wert legen. Das ist ja nochmal eine Spezifizierung gegenüber dem normalen Reiseführer. Ja, durch meine Expertise ist das so gekommen, weil ich bin Hundeverhaltenstherapeutin und Trainerin. Und aus dem Aspekt war es eben auch ganz wichtig, dass die einzelnen Plätze sehr breit sind, weil jeder Hund vom Chihuahua bis zum Wolfshund ist auf seine Weise territorial. Und wenn du nicht willst, dass du ein Dauergekläffe und Zank hast untereinander, brauchst du breite Parzellen, wo du eben nicht den Salz oder wenn du wie wir große Hunde hast und musst eine Rampe anlegen, damit die gut rein und rauskommen, dann brauchst du auch eine gewisse Breite, weil der Hund muss ja auch noch eine Auslauffläche haben. Ja, und du brauchst auch Plätze, wo die Zuwegung nicht so ist. Also zum einen, weil du ja hinfahren möchtest, aber stell dir vor, du hast rechts und links Parzellen und das ist alles ganz schmal und überall sind Hunde. Dann kommst du, wenn du hin möchtest oder runter möchtest, immer in deren Territorial. Das heißt, wir achten darauf, dass es mehrere Ausgänge gibt, dass die Wege rund um die Plätze breit sind und vor allem, dass du schnell in der Natur bist. Und die Hunde keine Treppen laufen müssen. Also wir haben schon Plätze auch mit 100.000 Treppen, wo nicht aufgenommen, weil das nicht die typische Abfolge der Bewegung ist. Einmal ja, aber wenn ich zum Beispiel an der Ergabe 100 Treppen runter muss und wieder hoch, ist das nicht der Platz der Wahl. Ja? Also zum Beispiel jetzt. Ja. Wir lieben einfach Hunde und wir finden einfach Hundebesitzer, wenn die ihre Hunde auch lieben, dann weiß man es als Hundebesitzer, wenn es deinem Hund gut geht, geht es dir einfach gut. Und dann sind die Tage auch irgendwie entspannt und nicht krampf oder man macht es trotzdem, aber hat ein schlechtes Gewissen, wenn man weiß, eigentlich geht es meinem Hund hier gar nicht gut, aber mir geht es ja eigentlich ganz gut. Machen manche auch, aber im Prinzip hat man doch immer so ein schlechtes Gewissen. Und wir wollen einfach, es soll allen Leuten gut gehen. Alle Leute sollen eine schöne Zeit haben und ich sag mal, wenn man diesen Betrag, bei uns jetzt, es ist jetzt jährlich, weil wir auch gesagt haben, neues System, wir machen das jährlich auch für die fixen Kosten. Wir arbeiten ja auch jährlich, wir schreiben irgendwas nieder. Lass mich jetzt mal ausbrechen, wenn man das jetzt auch mal im Verhältnis sieht, die Leute zahlen in unserem Fall 34,90 Euro und haben 220 Berichte, denen sie vertrauen können. Wenn man das jetzt mal ins Verhältnis nimmt mit, wir beide gehen jetzt Döner essen, Dönerteller, du, ich, Cola, danach vielleicht noch ein Bierchen, der eine holt ein Päckchen Kippen, 40 Euro weg. So, dann gehen wir auf Toilette und das war's. So, und da ist nichts mehr. Aber wir liefern ein Jahr lang immer wieder Content. Und es steigert sich. Immer. Für die 34,90 hast du ja noch die Family-Vorteile von unseren Vertragspartnern, die sagen, hey, wenn die Karnes-Leute zu Besuch kommen, dann kriegen die von uns noch ein Goodie, welcher Art auch immer. Also ist das ja sogar noch mehr wert wie nur 34,90, weil die anderen beiden Pakete, das Schnupperpaket und das Saisonpaket, die sind ja günstiger, jedoch hast du dann die Goodies nicht. Ja? Also somit kannst du immer wählen, was möchte ich. Und wie gesagt, die ersten Tage mit dem neuen System, boah, wie könnt ihr nur, ja Leute, also rechnet mal, allein unser Technik-Equipment, allein Technik, nur das, Schritt, ja, Software, Schneiden, Arbeitszeit, Versicherung, Steuer, Verschleiß am Fahrzeug, einfach alles. Stellplatzgebühren, wir können und wollen nicht nach einem Tag wieder abziehen, weil dann würden wir ja Orte nicht leben. Ja. Das heißt, wir stehen manchmal eine Woche, damit auch das Licht und alles, wir wollen das ja unseren Kunden nicht im strömenden Regen präsentieren. Hat keiner Bock drauf. Das heißt, nicht allein das, also nehmen wir mal den Ort jetzt hier, mit Strom sind wir hier gerade bei 22 Euro. So, der Reiseführer im größten Umfang kostet 34,90.
So, und jeder, der rechnen kann, weiß, dass das anders überhaupt nicht machbar ist. Man darf nicht vergessen, ja? Hier zum Beispiel haben wir jetzt aktuell nur Kosten. So, wir haben jetzt hier, aber um da jetzt mal weg aus dieser Rechtfertigung, wir müssen uns gar nicht rechtfertigen. Nein, wir tun es jetzt mal, weil wir ihr uns gerade die Plattform dafür gebt, deswegen rechtfertigen ich wir uns auf jetzt auf der einen mal. Seite finde ich es beruhigend so, aber ich glaube, es ist einfach auch, wenn du in etwas was Neues machst, was es vorher so noch gar nicht gab, werden die Leute immer erstmal Zweifel hegen. Ja, so wie die Aldi-Brüder. Nee, erinnert ihr euch daran? Nicht nur die Aldi-Brüder, jetzt in unserem speziellen Fall, wir ziehen ins Wohnmobil. Wie könnt ihr eine Traumimmobilie verkaufen, um in so einen Kasten vergleichsweise zu ziehen, mit noch drei Hunden, die, wenn es regnet, ja stinken. So, ich sag mal, alleine das konnten die Leute sich gar nicht vorstellen. Aus dem Taunus. Ihr werdet Zigeuner. Ja, das konnten die Leute sich nicht vorstellen. Das musst du dir so überlegen. So, da haben wir schon mal was gemacht, was die Leute erstmal so gar nicht gemacht haben. Ja, dann sind wir ja auch noch... Und dann haben wir quasi gesagt, Premium-Reiseblock. Reiseblogs sind doch umsonst. So, dann haben wir es Reiseführer genannt, okay, die Kosten. Aber es war ein und dasselbe. Nur ein Wort haben wir verändert, dass die Leute verstanden haben, zu sagen, ein Reiseführer kostet ja Geld. Ich habe noch eine Frage. Und zwar, als wir euch hier getroffen haben, woher kamen, habt ihr uns gleich einen wunderschönen Weg beschrieben, den ihr mit den Hunden gegangen seid und habt den empfohlen. Ja. Und ich bin dann mit unserem Sam losmarschiert und es war ein wunderschöner Weg mit einer tollen Aussicht. Haben wir ja auch dann gefilmt. Ne? Diese Wege bezieht ihr ja auch mit ein. Also nicht nur den Platz, sondern ihr weist auch für die Plätze, für die Hundeleute eben diese speziellen Wanderwege, dass wenn ich jetzt in eurem Blog bin und mir den Weg in anschaue, Reiseführer. In eurem Reiseführer, im Reiseführer bin und weiß, denn ich komme an, dann muss ich nicht lange rumsuchen, sondern ich habe die Möglichkeit zu sagen, da ist ein empfohlener Weg, da kann ich jetzt, was weiß ich, 20 Minuten oder eine Stunde mit meinem Hund gehen und muss nicht suchen, sondern kann gleich gehen. Das ist ja schon für, weil es ja viele Hundeleute gibt, schon ein Riesenvorteil und eine tolle Sache eigentlich. Das freut uns. Ja, aber das ist sogar, das ist so, das findest du tatsächlich in den Berichten, aber du findest sogar noch mehr. Aber immer nur dann, wenn wir es auch tatsächlich genutzt haben, nicht einfach nur ins Blaue. Also sollten zum Beispiel unsere Tiere krank gewesen sein an irgendeinem Ort und wir besuchen dort einen Tierarzt, dann lest ihr auch darüber. Ja? Oder aber wir sind ja immer unterwegs, neue Geschirre, Futter, was auch immer und besuchen dann einen Laden vor Ort, dann erfahrt ihr das auch. Und nicht nur die Hundesachen erfahrt ihr, weil wir ja auch dauerhaft im Wohnmobil leben, erzählen wir natürlich auch noch, Leute, direkt neben dem Stellplatz gibt es eine LPG-Gastankstelle oder gegenüber vom Platz können Langzeitreisende einen Waschsalon besuchen. Also ihr erfahrt viel, viel mehr. Ja. Leute reisen mit unseren Augen sozusagen. Ja. Genau, das war gut. Ja. Sie reisen mit unseren Augen. Ja. Ja, kann man schon so sagen. Ja. Dann danke ich euch ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, uns da mal aufzuklären und dass wir das aufnehmen dürfen. Das ist doch. Und wir danken euch, dass ihr euch für das, was wir tun, so herzlich interessiert. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, wir wünschen euch noch viele schöne Reisen und uns noch ganz viele tolle Berichte. Und was ich auch noch sagen wollte, ihr seid sehr sympathisch. Wirklich von der ersten Sekunde an, wir haben sehr viele Menschen kennengelernt in den 7 Jahren. Und wenn wir uns mit Menschen nicht wohlfühlen, da sind wir auch ganz straight, dann wollen wir auch nichts mit den Leuten zu tun haben. Sagen wir auch so, wie es ist. Und als wir uns unterhalten haben, es war gleich wirklich, ihr seid herzlich, ihr seid nett, ihr seid aufgeschlossen, ihr bildet euch nichts auf euer schönes Wohnmobil ein, sondern es ist halt euer Wohnmobil, ihr seid down to earth und das vielen Dank. Schön. Dankeschön. Danke. Für das Kompliment. Vielen Dank. Ja. Cool.